Hey Leute, was geht? Schon sein Hitze, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Guns Channel. Heute geht es mal wieder Finde die Lüge. Das heißt, wir kriegen gleich ein paar Fakten zu einem Spieler. Da müssen wir erstmal rausfinden, welcher Spieler das ist und dann auch noch welcher Fakt davon gelogen ist. Mit dabei sind alle Jungs vom Focus Clan. Und? Hallo! Moin! Und natürlich Victor. Hi! Boah, das erste Mal vorgestellt worden, eine richtige Ehre. Ja, wichtig, wichtig. Die Leute kennen dich auch uns. Wahrscheinlich das erste Mal. Sorry, Stylus Ehre wieder gekränkt. Bitte nicht schlagen. Ja, genau, wie Danny schon gesagt hat, habe ich mir fünf Spieler, sind das glaube ich, 1, 2, 3, 4, ja, fünf Spieler mit fünf Fakten rausgesucht. Alles so ein bisschen EM-Vibe und immer eine Sache falsch. Ihr schreibt auf eure Handys, wer ihr denkt, dass es ist und welcher Part die Lüge ist. Wenn ihr vielleicht nicht wisst, wer es ist, dann könnt ihr halt immer noch vielleicht einen Punkt über die Lüge holen, weil das euch komisch vorkommt oder andersrum auch. Ja. Gibt es irgendwas, was wir über den Discord sehen müssen in der Übertragung? Nö, ich lese nur vor. Alles klar. Gut, ich fange mit dem ersten Spieler an. So. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Marktwert liegt bei 4 Millionen laut Transfermarkt. Ich spiele aktuell bei West Ham. Ich habe bei der EM zwei Tore und eine Vorlage bisher. Und der letzte Punkt ist, ich bin für 20 Millionen von der Bundesliga in die Premier League gewechselt. Okay. Du hast zwei Tore, eine Vorlage. Ja. 4 Millionen nur wert, mit 25, was ist das denn? Hier ist das faul. Ich glaube, du hast das System dieses Formats verstanden. Was ist faul? Die Frage ist, was ist faul? Oh, ich halt mal rein, aber... Ich weiß, nicht ganz genau, was die Lüge ist. Ich weiß nicht, wer der Spieler ist. Lass mich mal kurz die Wer der Spieler ist, ist easy. Was? Ja, wo? Wo ist denn? Kannst du normales vorlesen? Ja, mach ganz schnell. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Marktwert liegt bei 4 Millionen. Ich spiele aktuell bei West Ham. Ich habe zwei Tore und eine Vorlage bisher. Und bin für 20 Millionen von der Bundesliga in die Premier League damals gewechselt. Ich weiß echt nicht, was die Lüge ist. Das passt, das passt, das passt, das passt. So, ich habe auch die Lüge, glaube ich, ja. Moorba ist confident. Gut, 5, 4, oh, da sieht 3, man mich, ey, Instagram-Story. Aus Sydney angelehnt, oder was? Ich habe das nicht groß bekommen, ich muss das mal machen. Was sagst du, Mo? Komm, hau raus, du bist so confident. Der Spieler ist Jarmolenko. Ja. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er 25 Jahre alt ist. Okay, was haben die anderen? Genau dasselbe. Ich habe einfach zwei aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr, was es war. Jo, und die zwei, dass er nicht 4 Millionen wert ist. Und Spieler? Hat den Namen? Jarmolenko. Keinen, über den ich reden will. Ich habe extra so klein geschrieben, dass man es euch lesen kann, aber ich bin nicht so ups. Ich habe gar nichts geschrieben. So eine Ratte. Ja, der Spieler ist Jarmolenko. Und der falsche Fakt ist, dass er 25 ist. Der ist nämlich 31. Ja, let's go. Die zwei Punkte nehmen wir mit, ne? Das war's noch schon wieder. Ich war nicht aus diesem Video. Huch, was war denn der zweite Fakt? Das haben die falsche, oder? 4 Millionen. Ja, Marktwert 4 Millionen. Hört sich mega niedrig an, aber laut Transfermarkt ist das so. Weil der von 31 ist, dann ja. Zweiter Spieler. Ich bin Champions League-Sieger. Ich spiele seit der U18 bei meinem Verein, wo ich jetzt auch spiele. Ich war für das letzte Spiel meines Teams bei der EM gesperrt. Ich wurde schon zum Man of the Match bei der EM gewählt. Und mein Team ist noch im Turnier. Welches Team ist nicht im Turnier? Ja, die Gruppenphase schon durch, ist Türkei und so. Richtig. Oh, was passiert hier? Ich glaube, ich bin 0 Punkte raus. Das will ich nicht heraus. Ich war schon Man of the Match. Ja. Er war beim letzten Spiel gesperrt. Mhm. Das heißt, er muss den ersten beiden Spielen beide Male gelb bekommen haben. Oder halt rot. Ja. Gab es ein rotes schon? Ja, ich will nicht zu viele Tipps geben, ne? Aber es muss nicht. Na, ich habe schon reingehalten, aber. Wie? Es müssen nicht Bekannte sein? Nein, es muss keine durch eine Karte ausgelöst. Ach so. Ach
so. Nein, nicht durch eine Karte ausgelöst sein, die Sperrung. Das meine ich. Lies nochmal alles vor, bitte. Also, Corona. Ich bin Champions League-Sieger. Ich spiele seit der U18 bei meinem Verein. Für das letzte Spiel war ich gesperrt. Man of the Match war ich auch schon. Und mein Team ist noch im Turnier. Nee, der ist nicht da. Wer ist es denn, Mann? War doch nicht Man of the Match, Mann. Was passiert denn hier? Was? Oder warte mal, ist das eine Lüge? Ach, scheiße. Ich komme gar nicht klar hier. Ich gehe gleich mit Katzen schön noch mehr Bock. Warte, kannst du noch einmal schnell? Mein Gott, Alter. Gehirn von deiner Katze, oder was? Ich bin Champions League-Sieger. Ich spiele seit der U18 bei meinem Verein. Fürs letzte EM-Spiel war ich gesperrt. Ich war Man of the Match schon bei der EM und mein Team ist noch im Turnier. Okay, ja, aufgestimmt. Ja, doch, also, ob ihr es habt? Hey, ja, das Moaba. Ist falsch, aber ich habe irgendwas. Irgendwas halt dann. 3, 2, 1, aufschreiben. Ja, hab. Hat Mo? Ja, ich habe irgendwas geschrieben. Gut, was habt ihr denn? Boden und dass es kein Champions League-Sieger ist. Was haben die anderen? Kreis, der war ja gar kein Man of the Match. Ich habe Mount und dass er nicht Man of the Match war. Das habe ich auch, ja. Ich hatte auch. Ich habe Mount und auch, ich glaube, Man of the Match. Ich habe irgendwas vierte in Man of the Match. Okay, ihr habt es alle falsch. Es ist Billy Gilmore. Und die Lüge war, dass sie noch im Turnier sind. Schottland. Wer? Digga. Billy Gilmore, das ist Schottland. Der war gefühlt der beste Spieler von Schottland. Wegen denen durften Chelula und so nicht mehr. Ja, ja, genau. Ja, Digga, genau, der hat die alle angesteckt. Ich merke, das hat alles keinen Sinn gemacht. Ich hatte auch erstmal Mount, aber Mount... Mount ist auch nicht bei der U18 und der war auch nicht gesperrt. Der war weißt du, der war... Keine Ahnung, Digga. Ja, der war aber gar nicht. Das war jetzt die Lüge, dass der Champions League-Sieger war, das? Nein, dass das Team noch im Turnier ist. Du Scheiße. Der war Champions League-Sieger, Gilmore. Der war auf der Bank bei Chelsea. Ja. Das zählt, wenn man nicht mal auf dem Feld steht. Ja, Großteil wir hatten das schon mal bei Emre. Wir hatten das schon bei Emre Can, der auf der Bank saß mit Bayern. Ja, komm, da haben wir uns ein bisschen zum Obst gemacht, alles gut. Ja, wenigstens gut. Haben wir alle an Engländer gedacht, ich weiß auch nicht warum. Dritter Spieler. Ich bin momentan Platz 1 der Torschützenliste der EM. Ich bin diese Saison in die Bundesliga gewechselt. Momentan spiele ich bei Gladbach. Mein Marktwert liegt bei 23 Millionen und meine Stationen in meiner Karriere waren zum Beispiel Bohemians 1905, Sampdoria Genua oder AS Rom. Was? Er ist dieses Jahr in die Bundesliga gewechselt, aber hat vorher schon bei Gladbach gespielt oder was passiert hier gerade? Das heißt, er wechselt jetzt, heute im Erster wird. Der ist diese Saison, also ich bin momentan Platz 1 der Torschützen der EM. Ich bin diese Saison in die Bundesliga gewechselt und spiele bei Gladbach. Das ist der dritte Fakt, der Gladbach-Fakt. Momentan liegt mein Marktwert bei 23 Millionen und zu meinen Stationen davor gehörten zum Beispiel Bohemians 1905, Sampdoria Genua und AS Rom. Ja, cool. Cool, Digga. Und ich dachte, die wären zu einfach. Was heißt die Saison? Also jetzt diesen Sommer. Der wechselt diesen Sommer oder der war schon letzten Sommer? Nee, diesen Sommer. Diesen Sommer wechselt er? Diesen Sommer wechselt er zu Gladbach. Nein, letzten Sommer diese Saison. Okay. Das war's doch komplett, ne? Also hat er diese Saison in der Bundesliga gespielt? Ja. Die abgelaufene Saison. Ja. Ja. Ja, gut. 2020, 21. Dann nehme ich einfach ihn hier. Keine Ahnung, Dicker. Die meisten Tore, warte mal. Wie viel muss man dafür haben? So um die 75. Kannst du nochmal anders vorlesen? Hey, ihr seid wirklich Aufmerksamkeitsspanne von so einem Eichhörnchen. Keine Ahnung. Ich bin momentan Platz 1 der Torschützenliste der EM. Ich bin diese Saison 2020, 21 in die Bundesliga gewechselt. Momentan spiele ich bei Gladbach. Momentan liegt mein Marktwert bei 23 Millionen. Und zu meinen Stationen zählten bisher Bohemians 1905, Sampdoria Genua und AS Rom. Ach du Scheiße, ich hab gar keinen. Digga. Hast du was, deine? Ich hab was aufgeschrieben, aber ey, Junge. Wenigstens hab ich irgendwas aufgeschrieben. So, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Am Ende ist wieder so ein Billy Gilmore, Alter. So ein Billy Boy. 5, 4,
Ich halt das noch drei, mal. Ich hatte einfach irgendwas rein. 3, 1, aufschreiben. So, ich glaube, die Lüge hat. Das war halt echt kein Witz, dass man mit 0 Punkten hier rausgeht. Was habt ihr denn? Die Lüge ist Torschützen-Dings da. Weil das ist doch Lukaku, oder nicht? Also ich hab. Wen haben denn die anderen? Ich hab Schick und Gladbach als Lüge. Ich Schick erster gerade? Der hat 3 Tore, also mit 3 Toren bist du gut dabei. Aber ich weiß nicht, ob der erste ist. Und wen haben die anderen? Schick ist super cool, die sind beide richtig super Styler. Ja, einfach Immobile und das mit dem Transfer. Jeez. Ich hab Embolo einfach geschrieben, keine Ahnung. Okay. Schade, und sowas. Ich hab gar keinen Namen. Ich hatte ganz Schick am Anfang, beim ersten, wo ich so ganz klein geschrieben habe und man das nicht lesen konnte, da habe ich Schick. Können wir das kurz reinschneiden nochmal? Ein bisschen schneiden, ja, ja. Silber, vielleicht ist das gar nicht richtig. Schick ist bestimmt nicht alles. Was passiert hier? Heute ganz wilde Aufnahme, ey. Ja, es ist Patrick Schick und die Lüge ist natürlich mit Gladbach. Geil. Und wenn jetzt anfangen Leute in den Kommentaren, der war aber mal an Leipzig ausgeliehen. Ja, war er, aber fester Wechsel diese Saison. Ja, warte, bei der Gladbach, welche Nummer war das? 3? 4. Nee, 3. 3-3. Ja, der erste Punkt. Nummer 4. Ich habe die Punkte übrigens nicht mitgeschrieben, ich Idiot. Naja, ja, alles gut. Stylord 4. Ich überlege schon, welche Spieler gerade heißen. Stylord gewonnen. Jetzt schon. Nee, wenn du 0 Punkte machst und wir haben noch 2 Spieler. Ja, alles gut. Stylord gewonnen, Vektor, alles gut. Alles gut, ey. Vierter Spieler. Ich habe in Deutschland, den Niederlanden und Spanien den Pokal gewonnen. Mein Marktwert liegt gerade bei 40 Millionen. Ich habe diese Saison 17 Tore geschossen. Ich bin von meinem Jugendverein für 8,6 Millionen damals in die Bundesliga gewechselt. Und ich bin Mittelstürmer. Armand Town. Na, was war nochmal alles? Ja, du bist schlimmer als deine Kinder. Mach doch nächstes Mal so eine Präsentation, wo das alles so stehen bleibt. Dann brauchen wir nicht mal nachfragen. Also ich glaube, den Spieler, den habe ich schon. Ja, hast du? Ja. Super. Ich habe in Deutschland, Niederlande und Spanien den Pokal gewonnen. Marktwert liegt bei 40 Millionen. Ich habe diese Saison 17 Tore geschossen. Oder 2021, die Saison halt. Ich bin von meinem Jugendverein für 8,6 Millionen in die Bundesliga damals gewechselt. Und ich bin Mittelstürmer. Ich hab's reingehalten. Gerne auch? Nee, ich schreib wieder besonders klein. Warte mal, die Zahl hatten wir lange nicht. 2 war, glaube ich, lange. Ich weiß nicht, was das ist. Sag nochmal, was die 2 war, Victor. Die 2 war, mein Marktwert liegt bei 40 Millionen. Also diese Marktwert-Sachen sind immer richtig. Warte, ich nehme doch was anderes. 40 Millionen ist aber schon viel, ne? Dann war die 5 lange nicht. Ja, gute Logik. Hat in der Schule auch mal geklappt. I'm in town! Hast du Abitur gemacht, Danny? Jo. Boah. Hat der gerade beendet. Ich schreibe auch sehr. Ich meine, Mo hat auch Abitur, ne? Also. Ist nicht so schwer. Das hast du jetzt gesagt. Ey, willst du? Ist nicht so schwer, ne, Lukas? Ich sag mal lieber nichts dazu. Wen habt ihr? Erzähl mal. Ja, wen habt ihr denn? Ich halt rein. Ja. Ich halte auch nochmal rein, so. So. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hab Isak. Ist guter Call. Ich hab Weghorst. Ja, und Weghorst. Tore sind die Lüge. Jawohl. Und was ist die Lüge? 8,6 Millionen. 8,6 Millionen, das ist natürlich richtig, Styler. Du bist so gut, ne? Das ist Wahnsinn. Ne, was hast du gesagt? Mo ist die Lüge, Tore. Ja. Aber er ist 40 Millionen wert, Weghorst oder was? Ja, der hat halt mehr Tore gemacht. Ich habe mir irgendeinen Holländer ausgesucht. Was hat denn Danny? Also wenn wir ranzoomen, dann können wir hier ganz leicht Isak erkennen. Und die 5, was auch immer die 5 war. Die 5 war, ich bin Mittelstürmer. Ja, der ist ST, ne? Das ist was anderes. Ja, ja. Oh. Hilfe. Victor, löst mal auf jetzt. Ja, es ist Isak und die Lüge ist die 1. Pokalsieger. Ja, jawohl. Weil er hat in Niederlande hat er nicht den Pokal gewonnen. 2 Punkte für Stylo. Den einen Punkt nehme ich mit.
Hier fürs Thumbnail. Peace. Ich habe original, bevor der Spieler kam, einfach drüber nachgedacht, welcher Spieler ist gerade noch gehypt bei der EM, aber eigentlich nicht so Weltstar. Habe ich schon vorher an Isak gedacht. Ich glaube, ich habe Victor hier langsam durchschaut. Lass mich kurz überlegen. Wer kann das nicht? Wer noch? Hast mich total durchschaut mit Isak und Mittelstürmer. Warte mal, was hat denn Sakui denn? Auch viel kostet, aber mit 40 Millionen. What? Hat der keine 40 Millionen? Hat der in Spanien gespielt? Hat der in Spanien gespielt? Irgendwann in der Jugend hat der bestimmt da gespielt. Der ist von seinem Jugendverein für 8,6 nach Holland gewechselt, oder was? Nach Deutschland? Ja. Oder nach Deutschland. Dann nochmal nach Holland. Ja. Geisteskrank los, das Format hier schon wieder. So, letzter Spieler. Okay, komm. Ich habe bei 4 verschiedenen Vereinen als Profi gespielt schon. Mhm. Ich habe 3-mal den Premier League-Titel gewonnen. Na, doch nicht Gosens. Mein aktueller Marktwert liegt bei 45 Millionen. Ja. Ich bin über 30 Jahre alt und bin in meinem Land schon 5-mal Fußballer des Jahres gewesen. Was war nochmal der erste Fakt? Bei wie vielen Vereinen? Bei 5? 4. Warte, 4 Vereine? Was hat denn der Premier League gerissen? 3-mal die Premier League. Schade, Bale. Ist der schon so alt? Der hat bei 4 verschiedenen Vereinen gespielt. Der ist über 30? Ja. Und ja. Ich brauch das ehrlich nächstes Mal als Text. Und das letzte war Weltfußballer. Ich hab den Spieler, glaube ich. Weltfußballer? Ja. Nein. Fußballer des Jahres im Land. In seinem Land, lo? 5-mal Fußballer des Jahres, da ist die Auswahl ja richtig groß. So, ich hab reingehalten. Ich hab 2 Ideen, entweder der Marktwert oder alles. Wie viel Marktwert hat der? Welche Nummer war das mit dem Marktwert, ja? Dritte war das mit dem Marktwert, 45 Millionen. Oh. Irgendwann muss Marktwert ja auch mal falsch sein, oder? Junge Daniel. Ich hab reingehalten. Du überschätzt mich, glaube ich, als ob ich mir so viel Gedanken mache, um Danny auszutricksen oder was. Ich habe auch reingehalten. Ja, nochmal kurz. Ich halte auch irgendwas rein. 4-mal Premier League. Warte, 4-mal Premier League gewonnen. 3-mal Premier League. 4 warte, Vereine, das geht halt die nicht. 1. Nein, warte mal, das geht nicht. 2-3-mal die Premier League. Premier League gewonnen. War ja auch noch. Scheiße. 3, aktueller Marktwert 45 Millionen. 4, über 30 Jahre alt. Oh mein Gott, und 5, das ist jemand Fußball anderes. Wen hattest du denn, Styler? Da bin ich gleich auch gespannt, was du hattest. Ey, das ist doch... Oh mein Gott! Ich glaube, Styler hat mich ertappt, aber mal gucken. Ich ändere nochmal. So. 3, 2, 1 und aufschreiben. Wer ist es denn? Styler, wen hattest du? Sag erstmal, wen du hattest. Ich hatte De Bruyne. Ja. Und jetzt habe ich CR7. Nein, ihr sagt nicht, dass es De Bruyne ist. Ich habe Hazard. Okay, wen hat Danny? Auch Cristiano Ronaldo. Es ist Cristiano Ronaldo, ja. Scheiße. Wenigstens einen Hops genommen, jawohl. Aber was ist denn die Lüge? Ja, ich hatte erstmal... 5-mal Fußballer des Jahres mit, oder was? Ja, der war safe öfter, oder? Locker 30 oder so. Seit er geboren wurde, hier ist er. Nein. Seitdem er 6 ist, wie der. Ist guck mal, deswegen, ich hatte, die Lüge habe ich nicht mehr umgeändert bekommen. Ich hatte die Lüge immer noch für De Bruyne, aber. Ja. Also, er war 10-mal Fußballer des Jahres in Portugal. Ja. Welche Zahl war das? Zufällig die 2? Ich habe ja noch 5 oder so. Das war die 5. Schade. Der war 18-mal Torschützenkönig, das hätte ich jetzt auch noch übernehmen können. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie teuer ist De Bruyne? Der ist viel teurer, oder nicht? Ja. Ich habe auf die letzten 2 Fragen auch 3 Punkte gemacht. Viel mehr, als ich gedacht habe. Guck mal, das Ding ist, De Bruyne ist auch 29 Jahre alt und deswegen war ich mir sicher, ist der schon 30 oder ist der nicht 30? Ey, es hat eigentlich fast... Aber Hazard hätte doch auch zu allen gepasst, oder nicht? Nicht, der war nicht 3-mal Sieger Premier League.
Aber de, warum mit Chelsea? Aber ja, Dings, aber der De Bruyne hat perfekt gepasst, ne? Der war zweimal Dings-Sieger, der war bei vier Vereinen. Der war zweimal Champions. Marktwert ist halt Quatsch. Ne, hier steht Dings, englischer Meister, dreimal. Wer? Wer? De Bruyne. Ach so. City ist dreimal Meister geworden sind? Ne, mit Chelsea haben wir. 40 Millionen Marktwert. Stimmt, der war, ja. Ja, ich war, der ist 29, war mir nicht sicher, wegen Manager, da ist der immer so schnell 30 Jahre alt, Mo, weißt du, deswegen dachte ich, der ist schon 30 Real Life. Nee, nee, der ist schon dreimal mit City geworden, das ist krass, 2018, 19 und 21. Das ist heftig, wie oft die Meister wurden, fühlt sich gar nicht so an, aber... Der Bruyne eigentlich auch kein schlechter Call gewesen, aber es sind halt zwei Lügen bei ihm, deswegen alles gut. Ich weiß auch nicht, ob der fünfmal Weltfußball ist. Jonas Hazard hatte voll gepasst, das war der Lüge halt. 20 oder so? Meister. Der war einmal Fußballer des Jahres, der Bruyne, aber in Deutschland. Ja, moin. Er war nie bester belgischer Spieler oder so? Anscheinend nicht, also laut Transfermarkt nicht. Ja, gut, auf jeden Fall Stylo gewonnen. Was eine Überraschung. Hi, danke. Ja. Ich darf da mal wieder das Outro machen, oder? Mhm. Ja. Also Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Wir sind raus. Peace out und ciao.